Wir befinden uns heute am Flughafen Berlin-Brandenburg zur Eröffnung des neuen Terminal 2. Höchste Zeit, um euch einen kleinen Überblick über den Flughafen zu verschaffen. Die Anreise zum BER gestaltet sich äußerst einfach. Ihr könnt entweder mit der Bahn, mit dem Auto oder mit dem Bus zum Flughafen anreisen. Die Deutsche Bahn stellt dabei unter anderem drei Regionalbahnen zur Verfügung. Hier seht ihr den Flughafen-Express, der bis zum Berlin Hauptbahnhof fährt. Zwar fehlt es an Rolltreppen nach unten, aber immerhin nach oben gelangt man mit den Rolltreppen, dort zunächst auf die Zwischenebene. Hier findet ihr unter anderem diverse Bäckereien und andere Imbisse. Noch eine Etage weiter oben und ihr landet auf der Ankunftsebene. Hier findet ihr einen Taxistand und auch diverse Bushaltestellen für Busse nach Berlin und Brandenburg. Bevor es in den Flughafen geht, wie wäre es mit einem kleinen Ausflug zum alten Flughafen Berlin-Schönefeld? Von Terminal 1 und 2 könnt ihr dafür unter anderem die Buslinie X7 nutzen. Die Expresslinie, die bis zum U-Bahnhof Rudow fährt und damit als Verlängerung der U-Bahn-Linie 7 dient, fährt unter anderem am Terminal 5 vorbei. Hier gibt es übrigens auch noch den S-Bahnhof Schönefeld. In Betrieb befindet sich Terminal 5 aktuell aber leider nicht, dafür wird der Flughafen als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Und schon sind wir wieder zurück im Terminal 1, eine Etage weiter oben und ihr landet auf der Abflugebene. Für einen besseren Überblick nutzen wir den Blick von oben. Hier findet ihr übrigens auch ein Starbucks und die Flughafenschalter der diversen Airlines. Auf der Abflugebene findet ihr dann die Check-in-Bereiche, die in kleine Inseln aufgeteilt sind. Hier seht ihr beispielsweise den Check-in-Bereich der Lufthansa. Darüber hinaus vollzieht der Flughafen momentan aber auch diverse Anpassungsarbeiten, so werden hier aktuell neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Solltet ihr jedoch nicht ab Terminal 1, sondern ab Terminal 2 fliegen, so folgt einfach der Beschilderung. Das neue Terminal 2 befindet sich im nördlichen Bereich des Flughafens und ist nicht direkt erschlossen. Dafür müsst ihr euch zu Fuß von Terminal 1 zu Terminal 2 begeben. Die Distanz zwischen dem zentralen Punkt in Terminal 1 sowie zum Terminal 2 beträgt ca. 400 Meter. Wir werfen zunächst einen kleinen Blick in den Check-in-Bereich des neuen Flughafens. Was zuallererst auffällt, dieser Bereich ist sehr klein gehalten. Das liegt zum einen daran, dass das neue Terminal vor allem Low-Cost-Carriern dienen soll. Passagiere dieser Fluggesellschaften nutzen zumeist nicht mehr den Check-in, sondern begeben sich direkt mit ihrer Bordkarte zum Gate.
Bevor wir uns dorthin begeben, nicht wundern, wir nutzen den Weg in die falsche Richtung und begeben uns zunächst zu den Gepäckbändern. Hier findet nämlich die Eröffnungsfeier des neuen Terminals statt. Geladen waren diverse Medienvertreter und auch Gäste. Das Programm sah eine kurze Rede der Flughafenchefin Aletta von Massenbach sowie einem Vertreter der Bundespolizei vor. Hören wir hier kurz noch rein. Erfolg beim Start Terminal 2 geht um unser Bestes. Vielen Dank. Im Anschluss daran begaben sich alle Gäste sowie Medienvertreter in den Check-in-Bereich. Sollten Passagiere dennoch einchecken wollen oder müssen, können sie auch die Self-Service-Check-in-Automaten nutzen. Diese sollen vor allem in Terminal 2, zukünftig aber auch vermehrt in Terminal 1 zum Einsatz kommen. Solltet ihr darüber hinaus Gepäck zum Einchecken haben, könnt ihr auch die Abgabeschalter nutzen. Was zudem auffällt, das neue Terminal 2 ist ein Flughafen der kurzen Wege. Die Sicherheitskontrolle befindet sich auf der Ebene darüber, direkt neben dem Check-in-Bereich. Graue Betonwände leiten den Weg dahin. Die Sicherheitskontrolle ist jedoch alles andere als kurz. Der Vergleich mit Terminal 1 zeigt, die Sicherheitskontrollen sind etwa doppelt so lang in Terminal 2 und bieten damit mehr Gästen gleichzeitig die Chance, die Sicherheitskontrollen zu passieren. Doch bevor wir uns die neue Plaza ansehen, werfen wir einen Blick zur Eröffnung des neuen Terminal 2. So, bitte. Alles soweit? Klar? Vorher mal proben. Der Blick hier rüber, der Blick beim Schreiben. Blick zu uns, bitte, ja. Hier. Und schreiben. Das war definitiv kein leichter Job. Das Ambiente lädt vielleicht nicht zum Verweilen mit Popcorn ein, dennoch bietet die Plaza ausreichend Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben. Neben Geschäften und Imbissen findet ihr hier auch einige Sitzmöglichkeiten, meiner Meinung nach aber zu wenige. Das Besondere an Terminal 2, es dient lediglich der Abfertigung der Passagiere, verfügt aber über keine eigenen Fluggastbrücken. Diese sind über die Brücke zum Nordpier zu erreichen. Das Nordpier ist an Terminal 1 angeschlossen, somit sind auch alle Bereiche des Terminals dort erreichbar. Terminal 2 wird zukünftig vor allem erstmal von Ryanair genutzt, passenderweise stand auch die richtige Maschine direkt davor. Ab April werden dann auch ankommende Passagiere in Terminal 2 abgefertigt. Hierfür müssen sich die Passagiere lediglich wieder durch die Plaza zum Ausgang begeben. Dieser führt zur Gepäckausgabe. Dort stehen insgesamt 3 Gepäckbänder zur Verfügung. Insgesamt dient das Terminal 2 vor allem seinen Zweck, um für Entlastung von Terminal 1 zu sorgen. Besonders schick mutet das Gebäude dabei nicht an, das muss es aber auch nicht unbedingt. Wir haben definitiv Lust auf mehr solcher Videos, also lasst es uns wissen, wenn das auch bei euch der Fall sein sollte. Bis zum nächsten Mal.